Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eriks kulinarisches Erbe. Und ihr seht schon, heute wollen wir was backen, wonach auch schon öfter gefragt wurde. Und zwar einen Tortenboden mit Öl. Ralf hat uns ein Rezept dazu geschickt. Und für dieses Rezept braucht ihr Öl, Milch, Mehl, Zucker, Ei, ein bisschen Backpulver und ein bisschen Semmelmehl nachher für die Form und Margarine. Aus den ganzen Zutaten, das heißt Zucker, Ei, Milch, Mehl und Backpulver, stellen wir einen Teig her, natürlich auch das Öl nicht vergessen. Das verrühren wir schön alles in der Schüssel, bis wirklich ein gleichmäßiger Teig entstanden ist. Die genauen Mengenangaben, wie viel ihr davon braucht, seht ihr unter dem Video bzw. auf unserem Blog. Könnt ihr das dann auch nachlesen. Ja, dann haben wir, wie gesagt, unsere mit Margarine eingefettete Tortenbodenform schon. Und da geben wir dann unseren Teig einfach rein, verteilen das schön gleichmäßig. Umso schöner sieht es nachher dann auch aus. Und das Ganze kommt dann bei ca. 75 Grad für 15 bis 20 Minuten in den Backofen. Und so soll es dann aussehen. Bei uns ist die Oberfläche nicht ganz so schön geworden, macht aber nichts. Da kommt ja dann eh ein Belag drauf. Wenn ihr weitere Anregungen sucht, rechts haben wir heute wieder zwei Rezepte für euch, die ihr auch noch machen könnt. Einmal oben Wilde Hilde und unten Arme Ritter. Ansonsten abonniert unseren Kanal kostenlos, falls ihr es noch nicht getan habt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Guckt auch gerne auf unserem Blog vorbei für alle Rezeptangaben und schickt uns gerne auch eigene DDR-Rezepte an die E-Mail-Adresse, die hier unten steht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!